So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht. Wir hatten im letzten Teil von Uncharted The Lost Legacy hier dieses Wasser-Geschicklichkeitsspiel, nenne ich es mal, bestritten. Und wir werden jetzt mal weiter unsere Munden suchen, die wir hier brauchen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, ich bin der Theo da. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn es das tut, dann seid doch so gut und lasst ein Like da und abonniert den Channel, wenn ihr Bock habt. Und wir suchen jetzt weiter mal hier nach den Münzen. Wir werden mal die unten suchen, ganz im Süden. Und schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Gut. Richtung sah eigentlich schon gut aus. Ja, einen Spurtknopf haben wir nicht, musste ich erfahren von euch, weil ich hier so ein bisschen aus der ganzen Steuerungsgeschichte raus war. Aber wie gesagt, der große Jeep-Fahrer bin ich jetzt auch nicht. Von daher laufen wir einfach. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, Freunde der Nacht. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. So, jetzt gucken wir gleich nochmal, wo wir jetzt hin müssen. Aber das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja, gut. Wir müssen hier über den Fluss und dann uns ein bisschen nach rechts halten. Das werden wir schon hinkriegen. Vielleicht fahre ich gleich doch mal mit dem Auto. Aber so groß ist die Map jetzt eigentlich auch nicht. So. Was denn da macht, das sind hier Stromschnellen. So, ja, der Herbst hat Einzug gehalten, war Freunde der Nacht. Der Herbst kommt. Unaufhörlich. Ne, der Sommer war verspätet. Der Herbst kommt dafür ein bisschen früher. So muss das sein. Hier ist ein Wasserfall. Mist. Mist, what the fuck? Okay. Hier ist aber eh irgendwie die Map zu Ende. So sah es zumindest aus. Wir müssen also weiter da lang. Mal der große Turm. Ja, in der letzten Folge, die 3-4 Münzen, die gingen echt relativ flott, muss ich sagen. Oh. Da oben ist schon wieder eine Kiste. Das verheißt schon wieder mal nichts Gutes. Aber da oben ist auch das Ding. Aber wie soll ich denn da hochkommen, bitteschön? Also von hier aus sieht das nicht gut aus. Da kommen wir nicht hoch vor der Nacht. Da oben. Da komme ich nie dran. Ist zu weit weg, oder was? Ah. Wie kommen wir denn da hoch? Hinten rum? Würde ich jetzt mal fast vermuten, aber das wäre fast zu einfach. Ist so geil, ne? Die kann klettern wie ein Klettermaxe. Aber hier, diesen brusthohen Stein, den kommt sie einfach nicht hoch, Freunde der Nacht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Mal gucken, ist denn da vielleicht noch irgendwo was? Da oben, guck mal. Ah, ich glaube, wir müssen da hoch. Ah, da ist auch dieses Teil. Check out. Okay. Welche Wunder warten? Welche Wunder warten? Ja, hier, die Kletterpartie wartet auf uns. Hier, denn diese steile Wand, die kommen wir natürlich hoch. Aber die den brusthohen Stein gerade, den konnten wir leider nicht erklimmen. Ja, so ist das manchmal. Ja. Wer kennt das nicht? Bei Ninja Warrior, die Jungs, ne? Die kommen die unmöglichsten Kletterhindernisse schaffen die. Aber wenn die einen Bordstein hoch müssen, ganz schlechte. Dann mal rüber. Ja, dann mal rüber, Fräulein. So. Boah, alter Verwalter, sind die bekloppt. Nein, fuck, ey. Ich kann jetzt nur um Stunden handeln, Freunde der Nacht. Bis wir da jetzt hochkommen. Wo war denn jetzt der Aufstieg hier? Jetzt sehe ich den Aufstieg schon mal, ja, da. Ja, ist jetzt wieder mal so eine kleine Übungssache. Bis wir da hochkommen. Ja. Aber gut, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur und darauf kommt es ja erstmal an. Ja, ich wurde gefragt, oder irgendjemand hatte gesagt hier, Uncharted 4 schön und gut. Mit Nathan Drake fände er aber die Teile cooler. Wie meine Meinung dazu wäre, kann ich natürlich nur bestätigen. Ja, super. Kann ich natürlich nur bestätigen, dass das normale Uncharted 4 schon bisher zumindest eine Klasse besser war. Aber
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Bock ist trotzdem das Game. Natürlich. Warum auch einfach? Ja, warum auch einfach? Jetzt. Ihr lacht euch immer tot, ne? Weil ich immer die richtigen Knöpfe suche. Muss ich auch sagen, ich gucke mir ja manchmal selber die Let's Plays an, um zu gucken, was kann man eventuell noch verbessern und so. Und da muss ich sagen, da mache ich mich auch. Was haben wir denn hier? Sehr oft darüber tot, wie dämlich ich mich manchmal anstelle, ja? Noch ein Andenken für meine Sammlung. Noch ein Andenken, ja, wir wussten das doch. Hat man auf der Karte verzeichnet, Fräulein. Genau, streich mal durch. Und dann geht das weiter hier. Was ich so ein bisschen schade finde, ich finde hier der Charakter ist ehrlich gesagt nicht so ein Sympathieträger. Nein! Spider-Man ist... Oh nein, ich wollte doch die Kiste haben. Ja gut, ist egal. Lass mal die Kiste liegen. Hast du was? Ja, da ist doch was. Okay. Ich so bei Lost, da gab es auch irgendwie so eine Polizistin, die war total unsympathisch. Und da sehe ich hier so einige, wie sagt man, Verbindungen, nicht Variablen. Ja, auch nicht, weiß nicht, was ich sagen will. Nur ein bisschen unschön ausgedrückt. So, hier muss der nächste sein. Irgendwo. Vermute mal da vorne. Oh, da oben ist schon wieder Stress vor der Nacht. Das ist aber wahrscheinlich auch der nächste Punkt, wo ich hier muss, ne? Ja, würde ich sagen, holen wir uns die Munte, die beiden, und dann gucken wir mal, dass wir da hochkommen irgendwie. Und dann hoffen wir mal, dass sie uns in der Zwischenzeit eventuell in Ruhe lassen. Ich hoffe es zumindest. Genau, machen wir den Zopek schön frisch hier. Oh, da oben sind welche. Und die sehen nämlich nicht, ey. Jetzt nicht so gut. Oh, Foto. Schönes Foto machen. Lächeln, Benjamin. Gutes Zeichen. Wortwörtlich. Aber wo ist die Munte? Oben drauf würde ich mal vermuten. Irgendwo vielleicht. Nee. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich finde das hier gerade total kontraproduktiv. So ein bisschen, dass die da alle stehen, weißt du? Ich glaube, ich wimp sie da mal oben weg. Treffe ich die von hier aus? Na, den treffe ich wohl. Aber den kann ich mir auch geschickt da holen, glaube ich, wenn der da oben am Schlafen ist. Wieder hochklettern und dann zieh ich dir mal eben geschickt hier die Kante runter. Ah, da komme ich nie hoch, Mist. Aber da kommen wir hoch. Okay. Und dann räumen wir hier mal eben leer, bevor wir uns die Munte holen. Scheiße! Jetzt hast du ein Problem! Ja. Ist ein kleiner Klapschen, was? Ja. Danke. Scheiße. Alter. Okay, da waren zu viele. Das war taktisch jetzt nicht ganz so klug. Okay, ich kann hier direkt wieder anfangen. Das ist ja mal sehr nett. Das war schon mal geschickt, ja. Oh, fuck, ey. So gut gedacht und so schlecht umgesetzt. Okay, müssen wir nochmal machen. Da war irgendwo eine Panzerfaust. Warum schießt er mit einer Panzerfaust auf mich drauf? Ist der bekloppt? Was zum? Da drüben ist was. Ich passe auf. Na, zieh den doch runter. Was zum? Alter! Ich hab
keine Munition mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, ne? Weißt du, ich krieg nicht kotzen, ne? Ich krieg das kotzen. Jetzt, wo ich mich darüber schwinge, wechselt die Knarre. Das ist doch jetzt wohl nicht deren Ernst, oder? Moment mal. Scheiße. Na, komm mal her. Ich hab was gesehen. Wunderbar. Okay. Das ist nicht gut. Was? Ja, guck mal gucken. Ich soll bestimmt wer im Busch. Hier komm ist mal gucken. Nichts. Doch, hier ist was. Moment mal. Scheiße. Wo ist denn noch wer? Da unten. Okay. Alles sauber. Sehen wir ja, wunderbar. So? Okay. Wenn alles sauber ist, ist doch wunderbar. Okay. Sie geht auch mal ein bisschen geschickter. Ob das so schön ist, ist eine andere Frage, ne? So. Hey, fällt dir was an der Statue auf? Hält sie einen Bogen? Eines unserer drei Symbole? Ja, und er zeigt auf diese Ruinen. Okay, gut gemacht. Schön, dass ich für was tauge. Ich nehme an, wir müssen da hochklettern? Ja, so macht man das normalerweise. Ja, ich würde aber erstmal ganz gerne diese Munte da eine mit holen. Hier ist auch noch irgendwo eine Munte versteckt. Da. Da ist das Vieh. Also dann. Okay, geh mal rein. Shit, hier ist nichts. Sie waren wohl schneller. Nee. Hast du was? Ich glaube, Asafs Jungs waren schneller. Tja, wir sind nicht weit gekommen. Vielleicht ist es irgendwo versteckt. Könnte sein. Ja, aber wo? Wo könnten sie es versteckt haben? Hier in der Kiste? In der Kiste vielleicht. Schauen wir mal nach. Ach nee, nicht umgucken. Sei da drin. Da ist sie, jawohl. Ha, da bist du ja. Wer's findet, dem gehört's. Sehr schön. Was ist denn da noch? Ein Schatz. Da ist noch ein Schatz. Nimm den mit. Kiosk. Ist die toll? Kann die was? 20 Schuss. 42 Schuss. Ja, komm, wir nehmen die mal mit.
Denn Fernglas hat bestimmt eine höhere Präzision. So, Freunde der Nacht, wir haben fast eine Viertelstunde auf dem Tacho. Das hat heute hier sehr lange gedauert mit der Munte. Und die zweite Munte da unten, die haben wir noch gar nicht gefunden. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge dran machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da. Lasst zahlreiche Kommentare da. Und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.